Hallo und willkommen zurück zu Spyro, A Hero's Tale. Wie euch offenbar wohl noch vergessen hatte, das D-Pad einzustellen, das war ja jetzt wohl eben kein Problem gewesen, weil wir nur auf einen Atem angewiesen waren. Eben, jetzt sind wir es eben auf zwei. Damit wir easy wechseln können, habe ich eben noch das D-Pad konfiguriert, damit wir natürlich auch vollständig sind. Kann mir ja auch mal passieren, was vergessen zu einzustellen. Das kann mir mal passieren. Oh, ja, Kugelblitz sekundär. Alles klar. Interessant. Naja, ich sollte mal wieder zu den Krokofies zumpfreisen, weil da können wir jetzt was machen, dank dem Elektroatem. Da können wir uns jetzt was holen, was wir vorher nicht holen konnten. Eieiei. Was für ein Atem. Ja, stimmt, es dauert ja länger. Als mit Feuer. So, haben wir auf Feuer. Oh. Machen wir einmal Atemwechsel. Sehen wir ja, wie lange das dauert. Muss ich da ein bisschen draufhalten. Jetzt funktioniert's. Seht euch mal das an. Es hat funktioniert. Wir haben einen weiteren Raum dadurch geöffnet. Dank des Elektroatems. Oh. Ich bin jetzt hier gelandet. Karte. Ah, das ist das Gebiet, was wir nicht erreichen konnten. Okay. Da wundert mich, warum er vorher was angezeigt hatte da drin. Aber das ist ein Gebiet, was wir vorher nicht hatten. Das ist ja gut. So, haben wir mit Feuer gekommen. Das ist interessant. Das ist ja mal interessant. Also, um das Spiel vollständig zu meistern, werden wahrscheinlich alle Elementare benötigt, die es gibt. Frag mich, welche es noch gibt. Aber bisher sehen wir hier, dass es Elektro und Feuer gibt. Aber ich denke, Nestig Norg wartet noch in den anderen Reichen auf mich. So wie es aussieht, auf Spyro. So wie das aussieht. Was ist das denn? Ist das da? Warte mal. Das ist ein Eierdieb. Das ist tatsächlich ein Eierdieb. Alles klar. Sehen wir die zum ersten Mal? Faszinierend. Haben wir denn da gerettet? Okay, mir fehlen immer noch zwei Lichtedelsteine. Kann sein, dass die noch in einem anderen Raum versteckt sind oder irgendwo versteckt sind, wozu wir genügend Lichtedelsteine benötigen, quasi, um eine Tür kaputt zu kriegen. Sagen wir es mal so, es ist spannend, was wir hier wirklich entdecken können. Vorgang wiederholen. Speichern. Zack. Dann haben wir das direkt auch in-game. Sekundärtechnik habe ich jetzt gerade dazu keine. Okay. Huch. Aufgabenliste. Wahrscheinlich kriegen wir im nächsten Reich wieder die Aufgabe, alle dunklen Edelsteine des Reiches zu zerstören. Davon kann ich nur ausgehen, dass diese Aufgabe kommt. Weil diese drei Reiche sind nämlich schon fertig. Zwar noch nicht ganz, aber von den dunklen Edelsteinen her, ja.
gut ist, dass die Gegner wiederkehren und immer noch Edelsteine droppen. Was für eine gemeine Blume. Ich bin ja leider auf keinen Schutz angewiesen, weil wir haben im Kampf gegen Gnastic Gnorg leider unsere Gesundheit verloren. Oh, ich bin voll. Egal. Teleportieren wir uns wieder mal zum Drachenwurf. So. Schauen wir uns mal an, in welchen Reich kommen wir jetzt. Wie lange sind wir jetzt schon in der Aufnahme? Okay, gut. Drachenreich. Achso, das hier ist das Drachenreich, in dem wir sind. Vergessene Städte. Ja, wir sind definitiv im Drachenreich. Aktuell. Müssen aber hier hin zu den vergessenen Städten. Was? Besiegt von dieser kleinen Niete Spyro? Er ist doch nur ein Drachenfeldbett. Dein Meister war ein wertloser Haufen Drachendung. Und ihr hirnlosen Schwachköpfe, kriegt lieber was auf die Reihe, sonst grabt ihr bis an euer Lebensende in den Minen nach dunklen Edelsteinen. Und ihr bringt mir zum ersten und letzten Mal schlechte Nachrichten. Eieiei. Jetzt und haltet Spyro auf. Schätze, er ist unterwegs in dieses Reich. Falls er hier ankommt, wartet eine Überraschung auf ihn. Ach, so. Was zum Himmels Willen wird das? Okay, ich glaube, wir haben wirklich Gnastic Gnorg besiegt. Du hast es also wohlbehalten geschafft. Das hält den Kreislauf in Schwung, was? Ja klar, als würde man in einen riesen Abfluss gezogen. Der Transport von Materie steckt noch in den Kinderschuhen. Aber keine Sorge, du gewöhnst dich schnell dran. Mit diesem Teleporter kannst du jederzeit ins erste Reich zurückkehren. Tritt einfach hinein, aktiviere ihn und wähle das gewünschte Ziel. Und wo du schon hier bist, als nächstes solltest du den Ältesten im Wolkenreich finden. Okay. Küstenüberreste. Aha. Noch ein Satz. Es muss wahrscheinlich noch ein paar Sätze geben. Also im Wolkenreich müsse jetzt ein Ältester sein, wo wir irgendwas Nützliches lernen könnten. Also, definitiv. Oh, okay. Hey, sieh mal, Spyro. Auch hier habe ich einen Laden. Die gleiche miese Qualität, die gleichen hohen Preise. Ja, ich bin wirklich irre. Mann, Jelsack. Ich muss der sein. Ach, sieh an, mein Lieblingsgeldbeutel. Ah. Alles klar. Das heißt, ich muss diesen Teleporter benutzen, damit ich mich von Gelsacks Teleportern im Drachenreich bewegen kann. Und hier muss ich welche finden, damit ich mich hier in dem Reich hier bewegen kann. Okay. Das erklärt schon mal einschlüssig. Interessant. Das wird blockiert von dunklen Edelsteinen. Wir brauchen aber 20, um zu Neptuns Höhle zu kommen.
müssten hier in dem Reich ebenfalls 10 dunkle Edelsteine sein, die wir zerstören müssen. Hey, hab ich dich. Zack, wieder voll. Ich muss dann nur schauen, in welche Richtung, weil hier gibt es auch ein paar Reiche. Ja, ich gehe mal hier hoch. Oh. Krabben. Warte mal, ich wechsle mal zum Elektroatem. Ja, der funktioniert. Krabbe hält Feuer aus. Dafür ist es zu stark. Was ist denn hier? Irgendwer hat meinen Teich trockengelegt, Alter. Also echt, Alter. Alter. Und ich soll ihn wieder füllen, stimmt? Alter, das wäre... Ey, Mann! Alter! Sag einfach nein. Okay. Ups. Das Wasser ist nicht okay. Beschaff mir Wasser, Alter. In so seichtem Wasser kann ich nicht schwimmen. Weiter so, Alter. Ein Lichtedelstein winkt. Toll. Und ich muss hier runterfallen. Aber wenn wir den Teich hier füllen, gibt es einen Lichtedelstein. Okay. Halt, falsche Karte. Ah ja, Neptunshöhle können wir wahrscheinlich noch nicht betreten. Ja, für Gegner. So. Was ist das denn hier für eine Sache? Ach du Piranhas, sagt es wahrscheinlich. Oh ja! Das stimmt sogar. Achtung Piranhas. So. Okay, Edelsteine ohne Ende. Ah nein, nicht. Oh Gott, raus. Sofort raus, hier sind Piranhas. Klar, da drüben ist noch ein Pfad. Tauchen geht hier auch. Das Wasser ist tief genug. Erwischt. Oh. Direkt mir ein Teleporter erschienen. Definitiv das Hauptziel der Älteste in Wolkenreich. Nicht? Nein. Ah. Meine Güte, diese Piranhas haben ja aber auch keine Gedanken mehr. So. Ach, schon wieder im Wasser. Plattformen bewegen sich aber auch. Oh. Wo fliege ich denn hin? Die Plattform bewegt sich ja weg. Da wird es ja wohl schwerer dann sein, da drauf zu kommen. Also. Wo sind bitte meine... Oh. Falscher Zeitpunkt. Naja. Oh.
sind die aber Gegner. Aber wenigstens so sieht das neue, so sieht das zweite Reich hier schon mal aus. Nette Umgebung definitiv, auch wenn es dadurch schwerer wird automatisch. Wir haben zwei verschiedene Items, kommen wir klar, Blitz. So, also was kann man dazu gegen sagen? Oh, was haben wir denn hier? Eine Kiste. Sehe ich die jetzt erst und hole ich mir die noch? Edelsteine. Okay. Wer hat denn das denn bitte versteckt? Okay, sollte euch das gefallen haben, wie immer Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Spyro A Hero's Tale. Also dann bis zum nächsten Mal.